Hi und herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Tutorial. Diesmal der Song Runaway von Sigi Arbatz. Lasst uns starten. Um den Song zu spielen, haben wir das Capodaster auf dem fünften Bund. Wie immer so nah wie möglich an den Bund heranführen, dass es möglichst sauber klingt. Starten wir mit dem Intro. Intro und Verse ist beides das gleiche von der Gitarre. Da spielt er eigentlich die ganze Zeit das gleiche. Der Chorus ist nochmal ein bisschen anders. Dazu kommen wir dann später. Los geht's mit dem Intro. Letztendlich besteht das Intro und der Vers jeweils nur aus drei Akkorden, nämlich A-Moll, F-Dur und C-Dur. Man könnte es also auch schon so spielen, wenn man jetzt einfach strummt und die Akkorde spielt. I remember how you said that sometimes it gets just a little hard being home. A-Moll, F-Dur, C-Dur. Das ganze Fingerpicking und Fingerstyle-Gitarre-Spielen drumherum spielt sich alles um diese drei Akkorde ab. Das ist ganz gut zu wissen, weil man dann auch schon weiß, wie man seine Finger am besten hält. So, fangen wir an. Wie gesagt, fängt es mit dem A-Moll-Akkord an. Und zwar starten wir mit einem Hammer-On vom Zeigefinger auf die H-Saite auf den ersten Bund. Vorher schlagen wir die Saiten an und zwar folgendermaßen. Der Daumen spielt zuerst die A-Saite, dann spielen wir mit dem Ringfinger die H-Saite, Hammer-on mit dem Zeigefinger auf den ersten Bund der H-Saite und wieder ein Pull-off. Dann spielen wir mit dem Mittelfinger und dem Zeigefinger der rechten Hand die G-Saite und die D-Saite. Und dann kommt schon der F-Dur-Akkord. Also einmal langsam den A-Moll-Akkord. Jetzt kommt F-Dur. Da reicht es aber, wenn wir den spielen, indem wir den Ringfinger auf die A-Saite, den dritten Bund, Kleinfinger auf die D-Saite, den dritten Bund. Mittelfinger der linken Hand auf die G-Saite im zweiten Bund und den Zeigefinger auf den ersten Bund der H-Saite. Da wir nur diese vier Saiten spielen, müssen wir keinen Barré-Akkord greifen, sondern können auch einfach nur diese vier Saiten mit den Fingern greifen. Diesen F-Dur-Akkord spielt er mit einem Hammer-On von dem Mittelfinger. Wie das funktioniert, zeige ich euch. Also nochmal in Slow-Mo bis dahin. Jetzt zupfen wir mit dem Daumen die A-Saite auf dem dritten Bund, hier mit dem Ringfinger gegriffen. Und als nächstes mit Zeigefinger und Mittelfinger die D- und die G-Saite. Das entspricht jetzt diesen beiden Tönen. Also hier mit dem kleinen Finger gehalten die D-Saite im dritten Bund. Und die G-Saite ist jetzt noch leer. Auf die leere G-Saite kommt dann das Hammer-on mit dem Mittelfinger. Einmal langsam bis dahin. Jetzt kommt wieder das bekannte Fingerpicking-Pattern eigentlich von Sigi Arbatz, also Daumen mit der rechten Hand und dann mit dem Ringfinger die H-Saite. Das ist der Rhythmus. Er spielt es natürlich nicht so oft. Das war jetzt nur zu Demonstrationszwecken. Bis dahin sind wir jetzt. Dann kommt der C-Dur-Akkord, Besonderheit mit einem G im Bass. Sprich, wir spielen einen normalen C-Dur-Akkord, aber das G im Bass hier oben müssen wir auch greifen. Und da man jetzt hier mit dem kleinen Finger nur schwierig hinkommt, nehmen wir den Ringfinger hier oben hin und den kleinen Finger hier hin. Das wäre jetzt ein C-Dur-Akkord mit G im Bass. Streng genommen spielen wir aber die A-Saite gar nicht, deswegen können wir auch in diesem Fall den kleinen Finger hier weglassen. Jetzt kommt wieder dieses Hammer-on. Also wir zupfen wieder mit dem Daumen
die Bassnote, in diesem Fall ist das die E-Seite. Und wieder mit Zeigefinger und Mittelfinger D- und G-Seite. Diesmal ist aber initial die D-Seite noch leer und die G-Seite ist auch leer. Und wir machen das Hammer-on mit dem Mittelfinger auf die D-Seite diesmal. Und dann wieder dieser Rhythmus. Ich spiele es jetzt einmal in Slow Motion bis dahin. Das war's im Prinzip auch schon. Das Ganze spielt er viermal und beim vierten Mal ist dann eine Sache anders, nämlich wir spielen die ganze Zeit den F. Also, in der vierten Wiederholung kommt nicht mehr das C-Dur mit G im Bass, sondern wir spielen viermal hintereinander den F-Dur-Akkord. Dreimal hintereinander. Also A-Moll und dann dreimal hintereinander den F-Dur-Akkord, jeweils mit dem Hammer-On vom Mittelfinger. Ich spiele einmal das Intro langsam vor. Und dann fängt das Gleiche wieder von vorne an, inklusive dem Gesang und der ersten Strophe. Für die Profis unter euch, es gibt in manchen Aufnahmen von Siggi Alberts noch einen Ton, den man zusätzlich hört, nämlich während des C-Dur-Akkords mit dem G im Bass kommt dann einmal diese Variante, wo man mit dem kleinen Finger auf dem dritten Bund der H-Seite und dann den Pull-Off. Dann letztendlich auch gegriffen mit, wird letztendlich auch gezupft mit dem Ringfinger und dem Zeigefinger auf der H-Seite und der G-Seite und wir spielen erst den kleinen Finger drauf und machen dann den Pull-Off. Kommen wir nun zum Refrain. Der Refrain besteht aus vier Akkorden, nämlich C-Dur, G-Dur, beziehungsweise G-Sus 4, erkläre ich gleich noch, was das bedeutet, A-Moll und F-Dur. Diese vier Akkorde werden hintereinander weggespielt. Ihr könnt euch schon mal merken, dass der Zeigefinger die ganze Zeit auf dem ersten Bund der H-Seite liegen bleibt. Den können wir da eigentlich die ganze Zeit lassen. Dann spielen wir C-Dur, rutschen einfach mit Ringfinger und Mittelfinger eine Seite hier hoch und sind damit im G-Sus 4. Das hier ist der Zeigefinger auf dem ersten Bund auf der H-Seite, bestimmt sozusagen, dass es G-Sus 4 ist. Das wäre die Auflösung davon. So, dann kommt A-Moll. A-Moll 7 besser gesagt. Und F-Dur. Hier ist mein Daumen, der im ersten Bund die E-Seite greift für das F-Dur. Wenn ihr das lieber mit Barré spielen wollt, könnt ihr es auch im Barré-Akkord spielen. Ich finde es so einfacher. Das Fingerpicking zu dem Refrain funktioniert folgendermaßen. Also ihr spielt einmal den Basston. Dann mit Mittelfinger und Ringfinger die G- und die H-Seite. Also Basston, G- und H-Seite, wieder Basston und dann zweimal G- und H-Seite.
beim ersten Mal könnt ihr auch so ein bisschen runterstrummen, also. Manchmal spielt Sigi Alberts das auch so, dass er nur mit Daumen und Zeigefinger rechts spielt. Das drummt er dann sozusagen so hoch mit dem Zeigefinger. Ich finde es aber eigentlich schöner, wenn man es einfach normal zupft. Keep my guard up, in case you let me down. No, you can't blame that I wasn't always wrong. I'm keeping my guard up, because you were the one to run away. Das war's auch schon. Ich hoffe, euch hat das Tutorial gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Channel. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr Wünsche habt, was für neue Tutorials ich als nächstes hochladen könnte. Vielen Dank dafür und bis dann. Tschüss!